Ja, die ersten Prognosen sind da. Wie bewerten Sie die Prognosen für Sie und für Ihre Partei? Ja, das ist auch schon mal ein guter Anfang. 5,0, 5,2. Wir hoffen, dass sich das im Laufe des Abends noch ein bisschen verbessert. Natürlich wissen wir, dass wir auch ein viel besseres Ergebnis hätten haben können hier in Bremen. Da sind uns ein paar Sachen dazwischen gekommen. Aber wir sind froh, dass es so aussieht, als ob wir eine gute Chance haben, hier in der Bürgerschaft die nächsten 4 Jahre arbeiten zu können. Und wir wollen das nutzen, diesen Vertrauensvorschuss, den wir da bekommen haben, uns auch zu verdienen und den Bremern zu zeigen, dass wir gute, sachorientierte Arbeit machen können. Was ist Ihnen denn da noch zwischengekommen? Naja, das werden Sie ja mitbekommen haben. Es hat aus den anderen Landesverbänden teilweise sehr, sehr schrille Töne gegeben. Ich habe die Interviews, die ich in der Vergangenheit führen musste, gefühlt zu 50% mit der Verteidigung von irgendwelchen Zitaten zubringen müssen. Und wir haben einen relativ zerstrittenen Bundesvorstand, was die Wähler nicht gerne sehen. Das heißt, es sind eigentlich Themen außerhalb Bremens, die uns hier den Wahlkampf sehr erschwert haben. Und ich bin doch froh, dass sich der Einsatz dann womöglich doch gelohnt hat. Was steht denn so als erstes jetzt in den kommenden Tagen und Wochen auf Ihrer Agenda? Ja, wir müssen es jetzt erstmal sortieren und schauen, wie wir das organisatorisch in den Griff kriegen. Keiner von uns ist ja bisher Politiker gewesen, so, oder wenn dann ja gegebenenfalls wird dann ja eine völlig neue Seite im Buch des Lebens aufgeschlagen. So, und wir müssen uns dann eben arbeitsfähig machen. Und im Übrigen bin ich gespannt, wie das mit den anderen Parteien aussieht. Wir haben hier FDP sehr stark drin, die CDU hat zugewonnen. Das heißt, ich habe die Hoffnung, dass so diese sedierende Regierungsstil von Rot-Grün ein Ende findet und wir Politik alle zusammen etwas interessanter gestalten können in den nächsten 4 Jahren, damit dann bei der nächsten Bürgerschaftswahl auch wieder eine vernünftige Wahlbeteiligung dabei rauskommt. Haben Sie denn im Vorfeld schon Kontakte zu den anderen Parteien und Fraktionen geknüpft? Nein, aber es geht ja nicht darum, dass man konzertierte Aktionen macht oder in irgendwelchen Verbünden arbeitet. Ich glaube einfach, eine Regierung, die eine nicht so satte Mehrheit hat und die dann ihre Politik auch erklären muss und die sich kritische Fragen gefallen lassen muss, die kriegen wir einfach viel besser unter Feuer genommen, als wenn das so war wie in den letzten 4 Jahren, wo es richtige Oppositionsarbeit aus meiner Sicht zumindest nicht gegeben hat. Sie hatten die Wahlbeteiligung schon angesprochen, neuer Tiefstand. Wie ist sowas zu bewerten? Also das hat eine ganze Reihe von Gründen. Also der eine Grund ist natürlich, was ich schon gesagt habe, die Leute haben gedacht, naja, es wird sowieso Rot-Grün wieder gewählt. Die Zufriedenheit mit Rot-Grün ist aber gering. Die Opposition hat auch nicht richtig gezeigt, wie es anders gehen kann. Und dazu kommt, dass dieses Wahlsystem aus meiner Sicht einfach zu kompliziert ist. Also sich damit so ein Buch hinzusetzen und das da aufs Papier zu bringen. Wir haben das ja auch im Wahlkampf gehabt, da gab es Nachfragen, wie geht das eigentlich und wie wird das gezählt und zählt das denn noch zur Partei, wenn ich einen Kandidaten wähle? Das heißt, da gibt es große Unsicherheiten und ich glaube, wir müssen das einfach nutzerfreundlicher gestalten. Ist das vielleicht Ihrer Partei auch ein bisschen zu gut gekommen, dass so wenig Menschen hier in Bremen und Bremerhaven dann zur Wahl gegangen sind? Nö, das glaube ich nicht. Also das ist das schadet uns eigentlich allen, die wir da womöglich gewählt werden, weil wir uns immer, wenn wir uns legitimieren, dafür, dass wir hier Landespolitik machen, auf eine relativ geringe Anzahl von Wählern berufen können. Also selbst die SPD, die hat dann ja womöglich nur, keine Ahnung, 75.000 Wähler, die sie gewählt hat. Und das ist dann eine Regierungspartei, die für ein Land Politik machen soll. Das finde ich als Legitimationsbasis grundsätzlich zu dünn. Das gilt für uns, genauso wie für all die anderen Parteien auch. Herr Schäfer, vielen Dank.